Hey Leute, Carlo hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute ist ein bisschen kühler. Ich hätte keine kurze Hose anziehen sollen. Aber ich habe einen Werkstatttermin. Deswegen, also beziehungsweise ich habe morgen einen Werkstatttermin und ich bringe halt das Moped jetzt schon abends hin, damit sie morgen gleich anfangen können und ich sie dann wieder abholen kann. Ich weiß nicht, ich kriege eine Leihmaschine. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Also am Telefon hieß es, wäre irgendwie eine 250er. Ja, jetzt mal gucken. Eigentlich ist scheißegal, was für eine Maschine, weil ich habe es ja eh nur für eine kurze Zeit und ich kann damit fahre ich ja auch keine Tour oder so jetzt, aber trotzdem irgendwie. Ich weiß gar nicht. Also es wird wahrscheinlich eine Carver sein, weil ich den Termin habe ich beim Carver-Händler. Muss immer ein bisschen billiger, wie jetzt, wenn ich beim Susi-Händler 480 Euro pauschal, wenn halt natürlich nichts kaputt ist. Und jetzt hier beim Carver-Händler oder so bei einer freien Werkstatt so um die 300 Euro. Vielleicht auch 350, aber trotzdem auf jeden Fall noch wesentlich angenehmer. Also es lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen die Werkstätten zu vergleichen. Und also klar, wenn ihr wirklich halt Service machen wollt und dass ihr das im Checkheft drin habt, dann muss man es ja glaube ich beim Vertragshändler machen. Aber bei der Maschine ist mir das so scheißegal. Und auch allgemein, ich meine, solange du musst halt die Rechnungen haben, dann ist ja auch alles in Ordnung. Dann weiß man ja beim Verkauf auch, ob es gemacht worden ist oder nicht. Aber die Rechnung muss man natürlich aufbewahren. Überall ein bisschen was sparen, dann hat man für andere Sachen wieder mehr. Das sind auch 200 Euro. Da könnte man sich rein theoretisch auch schon wieder fast einen Auspuff für holen, wenn man es denn machen möchte. Ich habe die Anfang des Jahres gekauft, oder ich glaube Anfang März habe ich sie gekauft und da hat sie 24.000 gehabt und jetzt 24.4 glaube ich. Jetzt hat sie 34.3, also ziemlich genau 10.000 Kilometer jetzt gefahren. Scheiße, da habe ich voll geschlafen. Jetzt muss ich hinter dem Carsackel herfahren. Ja, auf jeden Fall jetzt genau 10.000 Kilometer knapp und ist halt bei 24.000 oder 25.000 ist halt eigentlich die große Inspektion, die halt jetzt halt nachgeholt wird sozusagen. Ich weiß auch nicht, ob davor irgendwie mal was bei dem Motorrad gemacht worden ist. Halt hier und da ein Ölwechsel und da und so ein bisschen was sauber machen, aber ah gut, der biegt ab. Und der da vorne, ah gut, der fährt geradeaus drüber. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwas gemacht worden ist, mal großartig. Vielleicht halt, wie gesagt, Ölwechsel oder klar neue Reifen und so. Aber ich habe letztens noch vor ein paar Wochen habe ich jetzt vorne Bremsen gewechselt. Für hinten haben muss ich sie noch wechseln, da habe ich die Pads aber schon da. Alter, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen, weil irgendwie es macht gerade richtig heftige Windgeräusche hier. Und jetzt gerade kürzlich einen neuen Kettensatz, weil der war jetzt einfach runter. Ah, Mann. Ich hasse es. Egal. Ja, der war jetzt halt voll runter und richtig schön. Hab mir noch da so ein dummes Tool, hier so ein Niet-Tool geholt, weil ich keine Lust hatte, das in der Werkstatt machen zu lassen. Da wir einige Motorräder so haben, wird es eh wahrscheinlich mehrmals zum Einsatz kommen. Hat aber auch 50 Euro gekostet. Die Kette war gerade im Angebot, der Kettensatz hat glaube ich um die 90 gekostet, war aber halt im Angebot gerade bei Louis. Hätte sonst glaube ich 110 oder 120 gekostet. Na, Kleinvieh macht halt auch Mist. Das sind keine enormen Beträge, aber wenn man dann alles zusammenrechnet, Bremsbeläge, Kettensatz, Ölwechsel gerade auch noch gemacht, Ölfilter wieder neuen. Okay, Ölfilter ist jetzt nicht so teuer, aber ist alles zusammen. Auch wieder glaube ich so 200 Euro. So ein Belag glaube ich jeweils 30, 25. Kommt schon was zusammen. Naja, ist ja auch nicht so wild. Aber auf jeden Fall bin ich bis jetzt ziemlich glämpflich davon gekommen, was Kosten und Reparaturen oder irgendwas anging. Und die 10.000 Kilometer lief so jetzt eigentlich ganz gut. Die ist jetzt nur die letzten paar hundert Kilometer so, oder die letzten 1.000 Kilometer hat es halt angefangen so zu knattern ein bisschen. Weswegen ich halt auch überlegt habe, die Service zu machen und jetzt endgültig halt machen. Und nicht noch einfach weiter drauf hinfahren. Nur das ist halt wirklich was jetzt nicht eine große Reparatur dann sein muss, sondern wirklich Ventile einstellen und das wär's dann. Oder Service machen und das wär's dann. Also mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ja, und ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann, wenn wir beim Vertragshändler sind und ich dann die neue Maschine habe. Vielleicht ist das ja auch irgendein Uraltbock.
Gut, bis gleich.